Herzlich willkommen, ihr schaut Franz Heli Info. Ich habe für euch ein Ergänzungsvideo, ein Video Teil 2 sozusagen vom Raptor E820 von der Firma Thunder Tiger. Ich hatte Probleme mit dem Hauptzahnrad und das möchte ich euch nicht vorenthalten und euch in diesem Video darstellen. Viel Spaß, bis gleich. Was ist passiert? Ich muss euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, bevor ich die Hauptzahnradgeschichte hier erzähle. Noch einmal zur Info für euch, das eingebaute Setup mit den technischen Daten. Hier sind sie. Die Originalübersetzung ist hier 111 Zähne am Hauptzahnrad und es wird mitgeliefert ein 11er, ich glaube auch ein 12er Motorritzel, hier ist das 11er verbaut gewesen und ein 405 kV handgewickelter Motor, zeige ich euch gleich nochmal. Die Regleröffnung 82%, dann spuckt da oben am Kopf genau 1500 Umdrehungen raus. Meine Lieblingsdrehzahl steht hier, die finde ich auch richtig klasse für diesen 800er Helikopter. Und der maximale Pitch im Flywheel-System, den habe ich eingestellt auf plus minus 12,8 Grad. Also alles völlig normal, alles Standard. Hier die beiden Zahnräder, einmal das mit den 12 Zähnen, das habe ich nachbestellt, komme ich gleich zu. Und das, was montiert war, das mit den 11 Zähnen, das wurde hier vom Vorbesitzer noch ein bisschen abgefräst. Hier nochmal von oben. Und der Motor, der 850er Alleinmotor, handgewickelt. Die Wicklung kann man hier wunderbar erkennen. Da, oh, das sieht richtig schön aus, finde ich geil. Man hat auch richtig Bums. Dann nochmal habe ich in der Zwischenzeit, mittlerweile habe ich die 8mm Welle hier. Die guckte mir da ein bisschen zu lang raus. Das fand ich optisch überhaupt nicht hübsch. Und die musste ich hier absägen und abfeilen. Das sieht natürlich alles viel professioneller aus hier. So, was ist passiert? Den wunderschönen Helikopter hier. Einstellflüge gemacht, 2, 3 Lipos für das Bavarian Demon. Weiche Kunstflugfiguren, ein paar Rollen, ein paar Flips, Pyroflips, ein Funnel und ein paar weiche Loopings habe ich da gezogen. Alles wunderbar, ich war hochzufrieden. Dann jeder Helikopter, der hier auf meinem Tisch landet und den ich den Kunden zurückgebe oder auch meine eigenen logischerweise, die bekommen mindestens eine halbe Akkuladung, bekommen die einen Tritt in den Arsch. Einen Tritt in den Arsch, was heißt das? Wird mit Vollspeed mal über einen Platz geballert oder mal in den Looping gerissen mit vollem Pitch und da müssen die einfach durch. Und das habe ich auch gemacht mit dem 800er Helikopter. Und zwar bin ich von meiner Schokoladenseite, von mir aus gesehen rechts, angekommen, habe ihn mit 12 Grad Pitch mindestens, also fast voll, in den Looping reinkrachen lassen. Und hier, ich weiß, hier ist die Belastung sehr, sehr groß, ist mir schon klar, was ist hier passiert. Es hat einen großen Krach gegeben, Krach, und es sind rechts und links aus dem Helikopter, es war tatsächlich so, sind irgendwelche weißen Teile rausgeflogen. Undefinierbar für mich. Ich war sehr hoch, Gott sei Dank auch. Hä? Was ist denn das? Leistung ist weg. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja blöd. Das ist ja total scheiße. Dann habe ich ihn runtergebracht mit einer Autorotation fast vor meinen Füßen. Und dabei habe ich die großen Heckblätter, wer das Video 1 gesehen hat, ich habe ja 125er Heckblätter montiert, die habe ich da leider zerstört. Und jetzt erklärt es sich auch, warum ich das Heck ein bisschen angehoben habe und meine Finne verlängert habe. Das ist der Grund, warum ich das gemacht habe. Dann habe ich mir das Malheur angeguckt und ich konnte es kaum glauben, was da passiert ist. Hier auf dem Bild könnt ihr sehen, und zwar hier. Das Hauptzahnrad, hier ist noch einer ist noch da geblieben.
Das Hauptzahnrad wurde komplett zerfetzt. Das habe ich mein ganzes Leben als Modell-Helikopterpilot noch nie gesehen. Dass ein Hauptzahnrad so zerfetzt wurde, kenne ich nicht. Dass da mal die Zähne wegrasiert werden oder sowas, das ist ja völlig normal. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt und der eine oder andere von euch, der kennt das natürlich auch. Wenn der Helikopter kippt mal um oder was irgendwie und der Motor läuft weiter und zack, sind die Zähne weg hier vom Hauptzahnrad und das war es dann. Normal. Ich habe mir hier liegen ja noch die restlichen Teile. Ich habe mir da auch überhaupt nichts Böses beigedacht von Thunder Tiger. Ich habe nicht geschimpft, gar nichts. Denn ich habe mir gesagt, das kann nur ein Materialfehler sein, der vorher schon da war oder der sich eingeschlichen hat. Der Vorbesitzer, der hat mir gesagt, dass der Heli sehr, sehr lange, ich weiß nicht, wie lange die Definition, ich habe das jetzt nicht genau nachgefragt, rumstand. Konnte man auch an dem Motor sehen, der war nämlich nicht lackiert, der Pyromotor, der drauf war, der hatte schon ein bisschen Flugrost angesetzt. Also, er stand wirklich sehr lange und vielleicht schien die Sonne hier drauf, so habe ich mir das vorgestellt, und es ist alles ein bisschen porös geworden. Das ist die erste Begründung, die ich hatte, warum es so zerfetzt wurde. Der zweite Verdacht oder die zweite Begründung kann sein, dass vom Vorbesitzer, die Arbeitskollegen, die haben diesen Helikopter auch durch die Luft gescheucht, recht forsch sogar, so wie er mir erzählt hat, und dass da schon irgendwie ein kleiner Haares entstanden ist, weiß ich nicht, den man nicht sehen konnte, und ich habe diesem Hauptzahnrad einfach den Rest gegeben. Bam. Das war so meine Begründung dafür, dass der Hersteller dafür überhaupt nichts kann. So ein Materialfehler, der passiert nun mal auch. Sowas rutscht auch mal durch die Qualitätskontrolle, wenn man dann eine macht. Das kann jedem Hersteller passieren. Okay. So. Neues Hauptzahnrad bestellen. Oh oh. Ein Raptor E820, dessen Produktion eingestellt wurde, kriege ich denn da noch Teile für? Ja, völlig problemlos bekomme ich. Und zwar hier, mal ein bisschen Werbung machen, ruhig. Bei eBay. Und zwar ist das die Firma Mobil & Fun hier. Oder der Anbieter Mobil & Fun, der hat noch ausreichend genug Teile für den Thunder Tiger E820. Da habe ich dann gefunden, ein Hauptzahnrad mit 115 Zähnen und das kostet 50 Euro. Das Doppelte von dem Original. Hier ist das Original. Na gut, fast das Doppelte. 27 Euro. Dann habe ich mir gedacht, warum kostet denn das hier 50 Euro? Das hat 4 Zähne mehr, das kann es ja wohl nicht sein, dass es deswegen teurer ist. Dann habe ich so in meiner Naivität, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist bestimmt verstärkt irgendwie, das Material ist bestimmt irgendwie besser. Nimmst du das? So, bestellt und dann noch das von eben gezeigte 12er Motorzahnrad auch noch bestellt. Gut, eingebaut und, achso, hier nochmal die Originalverpackung von dem 115er. Alles klar. Eingebaut, das ist das hier, was ich in der Hand habe. Die Regleröffnung ein bisschen verändert, damit ich wieder auf meine 1500 Lieblingskopfdrehzahl komme. Chillige Flüge gemacht, gehört, hört sich alles mechanisch ganz sauber an, ganz toll, ganz prima. Und nach dem zweiten oder dritten Lipo habe ich mir gedacht, ach Mensch, Moment mal, bevor ich einen Tritt in den Arsch gebe, nochmal, um das zu testen, habe ich ja noch ganz vergessen, den DMA-Wert, also das Heck einzustellen, den DMA, den Drehmomentausgleich, beim V-Stabi heißt es so, DMA-Wert, beim MSR Brain, muss ich ablesen, das ist Pitch-Vorkompensation und hier bei dem Bavarian Demon heißt es Revomix, Klammer auf, DMA, Drehmomentausgleich. Wie testet man das? Man stellt den Heli vor sich hin, also in der Luft, so, und haut den Pitch ganz einfach rein und dann sieht man, ob das Heck ausbricht, ja oder nein. Und dann kann man den Wert halt erhöhen und dann passt sich der Heckpitch einfach dem Pitch von dem Hauptrotor an. Und schon steigt der ganz gerade nach oben. Das wollte ich hier machen, jetzt habe ich hier gemacht. Hau den Pitch rein und dann höre ich es dreimal krachen. Ich so, was war denn das schon wieder? Hinter mir, mein Kumpel, der hat nur gesagt,
Du fragst immer, stimmt mir dein Handy nicht? Ich so, ja, Peter, das habe ich auch gehört. Vielen Dank für die Info. Dann habe ich mich dabei erwischt, für eine Zehntelsekunde habe ich darüber nachgedacht, fliegst du jetzt weiter oder nicht? Ich bin natürlich runtergekommen, ich bin natürlich abgesetzt, aber ich habe mich tatsächlich dabei erwischt und ich dachte, ach, scheiß drauf, flieg einfach weiter. Habe ich nicht gemacht. Ist auch nicht zu empfehlen. Immer schön runterkommen. Wenn ihr irgendwas Blödes hört, sofort runterkommen. Und was habe ich da gesehen? Oh, Graus. Das wunderschöne 50 Euro Hauptzahnrad hier an drei Stellen. Zeige ich euch hier in der Nahaufnahme. Defekt. Das hat hier gefressen. Das hatte auch dieses dreimal. Mache ich jetzt nochmal. Hat es. Das erklärt es. Einmal, zweimal hier. Und dreimal. So. Das Zahnspiel, jetzt mal für alle Zweifler oder die sagen, ah, Frank, komm, da hast du ja irgendwas falsch gemacht. Um euch gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das Spiel war so eingestellt, wie ich es immer mache, schon seit Jahren und es hat auch noch nie Probleme gegeben. Ein ganz minimales Spiel hier. Klack, 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 kennt ihr ja. Die Hauptzahnräder, egal welcher Hersteller das ist, die eiern alle ganz, ganz leicht. Ob es hier beim Thunder Tiger ist, bei den Align Helikoptern, Mikado Logo, die riesengroßen von dem X-Extreme, die eiern auch so ein ganz bisschen. Da muss man einen Kompromiss finden. Hier hat man das Spiel, was man haben will, so, oh, das ist perfekt. Und auf der anderen Seite ist es dann ein Stück zu stramm. So. Und dann muss man halt eben sehen, wo man da einen Kompromiss findet. Habe ich hier natürlich auch gemacht, aber es hat einfach nicht gehalten. Was heißt das jetzt für mich? Thunder Tiger hat hier einfach zu weiches Material. Wenn ein Hersteller einen 800er Helikopter auf den Markt bringt, dann verlange ich natürlich als Helikopterpilot, als Endverbraucher, dass das alles hält. Warum kann ich das behaupten? Ganz einfach. Ich habe mit diesem Setup hier, vergleichbares Setup, einen T-Rex 800 genauso behandelt wie ihn hier, auch tritt in den Arsch mit 12,8 Grad Pitch, mein Standardwert, und das Hauptzahnrad hat gehalten. Ein X-Extreme 800, zwei Stück habe ich davon gehabt, auch mit so einem Setup, Pitch reingeballert und das Hauptzahnrad hat nur müde gelächelt darüber und hat zu mir gesagt, so, stell ich mir das jetzt vor, so, ey Alter, was willst du denn jetzt von mir mit deinem lächerlichen Setup hier? 12S, da musst du schon mit anderen Sachen kommen. Mindestens 14S, damit ich hier einen Zahn verliere. Also mach dir nicht lächerlich hier, Alter. Über völlig problemlos, aber er hat es halt nicht geschafft hier, der Thunder Tiger. Summa summarum, was tun? Erstens mal. Zwei neue Zahnräder bestellt. Und zwar 111er, weil da kriege ich ja zwei für einen. Und die sind ja genauso gut, genauso schwach, muss ich leider jetzt sagen. Verbaut, und zwar so verbaut, dass ich überhaupt gar kein Spiel mehr habe, sondern wirklich, es liegt eng an. Das hört sich, die ersten Flüge, hört sich das ein bisschen fies an, weil die Stellen, die da nicht hingehören, die werden jetzt so ein bisschen abgerubbelt. Ich habe es geputzt mittlerweile wieder. Man sieht auch klein so einen weißen Staub, den man da drauf hat. Aber dann hat er wenigstens überall richtig ordentlich Halt. So, das habe ich gemacht. Mache ich normalerweise nicht, aber hier musste ich es machen und es hat auch tatsächlich geholfen. Es dauert ein paar Flüge, bis dieses fiese mechanische Geräusch dann weg ist. Es tut so ein bisschen weh. Oh Gott, wie klingt denn das? Aber da muss man dann halt durch. Das ist das eine, was ich gemacht habe, hat funktioniert. Und das zweite, was ich gemacht habe, ne, vorher muss ich noch erklären, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, Moment mal, vielleicht hat Thunder Tiger ja in der Bedienungsanleitung auch vorgegeben den Pitchwert, den maximalen Pitchwert. Was darf ich denn da für einen Pitchwert überhaupt einstellen bei dem Flyballess-System? Vielleicht steht da ja, gehen Sie nicht über 10 Grad Pitch, sonst fliegt Ihnen das Hauptzahnrad um die Ohren. Ah, gucken wir nochmal rein. In Bedienungsanleitung, Kalik, aber da steht, Warning, bitte den kollektiven Pitch nicht über das Maximum von plus minus 15 Grad einstellen. Und da bin ich natürlich weit von entfernt mit meinen 12,8 Grad. Was habe ich dann als zweites noch gemacht?
Ich habe den Pitch einfach entschärft. Hier sieht man es ganz gut. Den Maximum Pitch von 12,8 auf 11,2. Man braucht auch nicht wirklich bei einem 800er Helikopter 12,8 Grad Pitch. 11 Grad reichen völlig auch aus. Der schießt trotzdem voll in die Höhe mit den 800er Blättern hier. Das ist die Geschichte von den großen Hauptzahnrad hier, was die Belastung leider nicht standhält hier, wenn man den Pitch mal reinballert. Okay, das war ich euch noch schuldig. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß beim Helikopterfliegen. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao.